Ja, der braucht Furthest Operation, der braucht aber auch Wood Burning. Wo ist Wood Burning? Wood Howling? Waxworking, Woodcrafting, Weaponsmithing, Arboring. Ah, Wood Burning. Wood Burning hat nämlich keiner. Deswegen kriegt er Wood Burning als Job, so. Und Potash Making auch gleich mit, so. Furthest Operation ist wahrscheinlich, ist, soweit ich weiß, nur. Ja, Furthest Operating ist nur für. Ach, sagt's mir. Furthest Operating ist nur für. Schmelzen, fürs Einschmelzen. Es müsste sich mein Smith aber dann auch angesprochen fühlen. Und, ja. Wenn er vor der Pause zurück ist, müsste er das ein bisschen Holz verbrennen zur Charcoal, damit wir dann in das, damit er dann den Käfig einschmelzen kann. Währenddessen gucke ich mal nach meinem Mutzwerk. Der ist immer noch melancholisch. So, nächster Schritt. Wir warten, bis alles hier fertig ist. Am besten bauen wir schon mal ein Bett hier rein. Ruhig in die Mitte des Raums. Ja. Das hier wird nämlich das Schlafzimmer. Und ich hätte auch gerne Container beziehungsweise Cabinets. Sagen wir hier Gabbro-Kabinett und noch ein Gabbro-Kabinett und dann auch Container mit H. Container, das sind die Holzdinger. Ja, genau, die Chests. Noch ein Container. Chests, so. Das ist das Erste. Jetzt will ich eigentlich darauf warten, dass. Nein, das klappt nicht. Designation, Remove, Construction, N. N. Da. Designation, Remove, Construction, so. Die und. Nein, die nicht. Sondern die hier. Remove Designation. So, die Sachen sollen jetzt mal entfernt werden. Und sie werden auch sofort entfernt, sehr gut. Designation, N, Remove Construction. Die beiden und das hier entfernen. Und das Wasser füllt sich immer mehr. Da sammeln sich auch Fliegen an. Und die Leute kommen da einfach schräg rein. Und wir haben einen Bann auf bestimmte Exporte. Welchen denn? Export of Backlasse. Ja. So. Designation. Engravestone. Ist das nächste, was wir machen. Das dürfte aber nur die Wände betreffen, hoffe ich mal. Nein, auch den Boden. Wie sehen Fortifications aus, wenn ich da welche auf dem Boden mache? Geht das? Nein. Also Fortifications gehen nur in die Wände. Construct inactive. Oh.
Nein, 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 nein. Designation, remove designation. Ich will erstmal die Außenwände fertig haben. Dann kann das, können die Räumlichkeiten meines Anführers verbessert werden. Natürlich stelle ich erst einmal noch ein paar Sachen auf. Ein Armor-Stand wollte er und ein Weapon-Rack. Dann stellen wir hier mal den Armor-Stand hin. Und Weapon-Rack, das war glaube ich R, genau, stellen wir auf die Seite. Davon haben wir sogar noch zwei Stück, okay. Eine Tür hier hin, wenn nicht schlecht. Einen Tisch. Hierhin. Einen Tisch hierhin. Einen Thron hierhin und einen Thron hierhin. So. Aufgaben gibt es gerade keine, also im Jobmanager. Außer, dass wir mehr Wasser hier reinfüllen müssen. Ja, es fühlt sich aber jetzt gut, jetzt wo ich raus habe, wie es geht. Was macht mein General? Schläft. Auch gut. Geben wir schon mal einen... Was habe ich jetzt befohlen? So, Mining. M-Box Select On, M-Box Select Off. Achso, das ist das hier. Mit H kann ich einen Channel-Befehl geben. Ja, so mit der Maus, das will ich aber erstmal nicht. Aber ich will dich weggechoppt haben, so. Das erste, was ich will, ist erstmal kurz hier runter gucken. Oh, das geht ganz knapp vorbei, deswegen ist das nicht so gut. Okay. Remove Designation, weil ich will jetzt endlich mal den Refuse Stockpile nach innen verlegen. Und ich bin fast schon ein bisschen gewillt, ihn irgendwo nach unten zu verlegen. Wo lege ich den am besten hin? Wo ist er nicht im Weg? Aber auch nicht gerade auf derselben Höhe wie meine, wie mein Eingang. Hier, was ist hier? Hier geht es einfach direkt am Eingang runter, vorbei. Hier rein. Okay. Puh. Hier würde es irgendwo an den Schlafgemächern vorbeigehen. Geht's da? Ja, hier würde es gehen. Oder ich mach's noch weiter hier oben. Hier wär's gut. Hier. Hier ist es schön abgelegen. Hier in dem Bereich ist es schön abgelegen. Und interessiert auch keinen. Genau. Also, Chop Down Trees. Hier in dem Bereich. So. Und jetzt gehen wir schon mal eins runter. Gehen eins runter. So. Und geben hier schon mal die Mining Designation hin. So, so, so. Das hier wird unser Refuse Stockpile werden. So. Da werden unsere Leute viel zu tun haben mit. Und ich glaube, wir kriegen gerade eine Zwergenkarawane rein. Weil wir Winter haben, oder? Nee, weil wir Ende Herbst haben. Das heißt, irgendwann können wir unsere Dinger hier nicht mehr füllen, weil er zufriert. Und auch weil die Flüsse dann zugefroren sind. Okay, sehr schön. Die Mauer ist gebaut. Was ist mit dem hier?
Der will nicht geclaimed werden. Aber jetzt wird er, doch, jetzt wird er weggebracht. Und irgendeiner baut dafür dann die Mauer da hoffentlich hin. Building können wir schon mal sagen. Wir möchten hier einen Wall aus Granit. Und hier oben einen Wall aus Granit. So. Dass das schon mal erledigt ist. Und mal gucken, was mein General macht. Der schläft immer noch. Ah, Junge, ich brauche dich wach. Machen wir mal kurz hier einen Hotkey hin. Mit Groß H können wir hier F3 sagen, zoom hier hin. So. Und die wollen unsere Situation diskutieren. Also F1 erst einmal. Move Goods to Depot. Crafts. Davon dürften wir zurzeit nicht so viel haben, weil wir keine mehr hergestellt haben seit einer Weile, denke ich mal. Ah doch, kommen ein paar Finished Goods zusammen. Und wir brauchen den Trader hier unten. Ach, ihr macht noch War Crafts, jedenfalls der eine. Rock. Crafts repeat, so. Die Mauer ist fertig. Jetzt fehlt noch da eine Mauer. Aus Granit, so. Und irgendjemand hat eine Party organisiert. General trinkt noch. Wie sehen die Vorräte aus? Mehr als gut, würde ich sagen. Jedenfalls was fertig gekochtes Essen und so angeht. Wir haben sogar ein bisschen Bier. Was haben wir an Seeds? Sweetpot Seeds, Dimple Cup Spawn. Wir haben immer noch kein Caveweed Seed. Wird Caveweed gerade irgendwo angebaut? Ah doch, wir haben Caveweed Seeds. Und ja, da wird Caveweed angebaut. Sehr gut. Seid ihr noch beschäftigt eigentlich? Ja, ihr seid noch beschäftigt. Aber wir bräuchten noch mehr Rockpots, oder? Ja, Rockpots kann man nie genug haben. Die tun gerade wahrscheinlich... Doch, Trader requested a Depot. Aber es sind noch keine Händler zum Traden eingetroffen. Das ist nur der Diplomat. Ich frag mich gerade... Hier wird nur Trinken hingepackt. Und hier wird Essen hingepackt. Laut Anzeige haben wir einen Haufen Prepared Food, 580. Aber das wird nur in den paar Fässern da gelagert. Wenn ich das richtig sehe, ja. Hier oben wird Plant gelagert und Meat. Und Fisch. Gut. Was auch langsam mal demnächst Zeit wird. Also hier sind wir fertig auf der Etage. Hier kommt hier nachher ein Cloth Stockpile hin. Hier in Dalum können wir jetzt natürlich Cloth machen. Also aus Pigtail Fiber Thread können wir jetzt hier Cloth machen oder aus Seide. Oder auch aus Wolle und Haaren. Wir können sogar Metal Cloth machen. Gucken wir mal kurz in die Stocks. Was haben wir denn so an
Wolle an Haaren und so.